Eines der dringendsten Probleme hierzulande ist und bleibt der Wohnungsmangel. Durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise hat sich die Lage weiter verschärft, auch beim Wohnungsbau. Bundesbauministerin Geiwitz hat schon eingeräumt, dass die Koalition ihr Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen verfehlen wird. Die SPD-Politikerin setzt sich deshalb für eine stärkere Digitalisierung der Baubranche ein. Trübsal herrscht auf Großbaustellen neuer Wohnungsprojekte wie dieser in Nürnberg. Notwendige Bauteile fehlen immer wieder, Arbeitskräfte ebenso. Projekte ziehen sich hin und verteuern sich. Nein, es läuft nicht rund am deutschen Bau. Ralf Schekira spürt in seinem kommunalverbundenen Unternehmen, wie die Mietkosten davonfliegen. Wir haben in der Vergangenheit 9 bis 10 Euro pro Quadratmeter kalkuliert und haben durch diese Baukostensteigerungen jetzt Größenordnungen erreicht, die bei 11 bis 12 Euro liegen. Und gerade auch im geförderten Wohnungsbau zurzeit eine Eingangsmiete von 11,63 Euro. Und das ist natürlich schon eine extreme Erhöhung. Das Eingeständnis der Bauministerin, dass in diesem genauso wie im vergangenen Jahr die angestrebten 400.000 neuen Wohnungen nicht zu schaffen sind, wundert in der Branche die wenigsten. Das Bauministerium erklärt das vor allem mit der internationalen Lage. Der russische Angriffskrieg war nicht vorhersehbar. Da sind viele Gründe, die wir nicht in der Hand hatten, wie Materialengpässe, die Unterbrechung der Lieferketten. Die Wohnungswirtschaft verweist auf den ungebrochen hohen Bedarf. Steigende Immobilienpreise und Einwanderung dringend benötigter Arbeitskräfte machten viel neuen Wohnraum unerlässlich. Neue Konzepte für sparsames Bauen seien jetzt gefragt. Das müsse der Staat fördern. Das Unterstützen von seriellem Wohnungsbau, das Unterstützen von Digitalisierung, von schnelleren Zeiträumen zwischen Planung und Realisierung, was dazu führt, dass die Kostensteigerungen nicht so eintreten, die man sonst über längere Zeiträume hat. Ausgerechnet Felder also, auf denen die deutsche Bürokratie nicht gerade als Vorreiter gilt. Vieles hängt mit vielem zusammen bei dieser Krise am Bau.